So now you can see 1 hour's chat here, and all the last week from beginning this month. So one can do the 1 hour, and you can see the euro USD pair was fold. That means that the euro fold. This has that the euro failed. Well, this is the spar euro USD. Euro steht im Zähler und USD steht im Nenner. Und wenn du die Zahl siehst, dann ist die obere Zahl, also der Zähler, immer wird weniger. Also wenn es fällt, dann wird es weniger. Die Zahl wird weniger. Es heißt, dass Euro fällt. Weil wenn es dann im US-Dollar gerechnet weniger ist, das heißt, dass es gefallen ist. Oder es fällt ein bisschen langsam, ein bisschen schneller als Dollar. Es kann sein, dass die beide fallen, zum Beispiel im Vergleich mit Gold. Aber wenn du siehst, dass das Paar Euro US-Dollar fällt, es kann bloß sein, dass entweder der Dollar stark ist oder Euro schwach ist und Dollar auch schwach, aber Dollar ist ein bisschen stärker, deswegen wird auch dann Euro ein bisschen fallen. Das ist immer eine Abhängigkeit. Okay. And what I wanted to show at that moment, if you look the day chart, for example, that is a summer, no? Summer, no, herbst, and new year, and now, yes, and now 4 hours. So, what I wanted to show is at this moment, that is big. They show that the price goes high, all buy, and they selling, and take our money. Thank you, especially for Germany.